Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Baseball, beim Stunt Baseball, bei Flatout 2 natürlich. Ne? Ihr müsstet es ja rein theoretisch wissen, wir sind ja jetzt schon in der 5. Folge oder 6. Ich habe selbst keine Ahnung, ich kann soweit gar nicht zählen, ich hab auch nicht so viele Finger. Gut, Baseball. Schleudern Sie den Dummy gegen die Spitze des Baseballschlägers, der ihn über dem Feld schickt. Es gibt Punkte für Schläger, Qualität und Flugweite. Für einen Home Run gibt es 50 Bonuspunkte. Der beste von drei Versuchen zählt. Wir gucken uns natürlich an, wie es erstmal geht, damit wir es nachher nicht so nachmachen können. Halten Sie die Werftaste gedrückt. Wenn Sie zu weit fahren oder den Schläger verfehlen, haben Sie wieder versagt, wie das Übliche. Batsch, das gibt volle Punktzahl und der fliegt davon. Ja. Brauche ich, glaube ich, nicht mehr vorlesen. Er hat aber keinen Home Run geschafft, was ich natürlich ändern werde. Ich glaube, ich habe hier noch nie einen Home Run geschafft. Ich glaube, ich habe hier noch nie einen Home Run geschafft. Ich bin gespannt, ob wir das jetzt eventuell hinbekommen. Ich bezweifle es. Das ist, glaube ich, schwer. Bin mir nicht sicher, ob es schwer ist, aber vielleicht auch erstmal den Schläger treffen. Das war ein Versuchsschuss. Ich wollte auch eigentlich raus. Das ist mein Auto. Nee, das war nicht gut. Ich gebe zu, das war nicht gut. Wir kriegen es aber hin, dass es besser wird. Das war gut getroffen. Und wir fliegen auf unsere Mattscheibe 254. Naja, gut. Aber es war gut getroffen. Hätte ich nicht schon vorher springen müssen, damit er überhaupt so gut trifft, wäre das vielleicht gar nicht mal schlecht geworden. Wir müssen natürlich erst uns mal wieder ein bisschen reinfuchsen. Das ist ja immer so, das ist ja eigentlich bekannt. Das sah auch gar nicht mal so schlecht aus. Gibt aber, glaube ich, nur geringfügig mehr Punkte, oder? Ich weiß gar nicht, was unsere letzte Punktzahl war. 254, ja gut. Wir versuchen es natürlich, ich versuche hier einen Home Run zu kriegen. Ich versuche ja natürlich nichts anderes als einen Home Run. Hui. Nicht gut. Home Run noch sehr, sehr weit. Ja. Zählt das als Entfernung? Nee, leider nicht. Schade. Wir sind durch die Welt gefallen. Schön. Kann man auch mal machen. Ist eigentlich nichts Schlechtes daran, durch die Welt zu fallen. Schön. Ja, warum nicht? Ist ein PlayStation 2 Spiel. Da ist natürlich, das gehört dazu, dass man durch die... Wow, ein weiter Flug. Wow, Wahnsinn. Klasse. Wow. Oh, Mann. Wahnsinn. Ja, dieses durch die Welt fallen hat mich halt gerade ein bisschen irritiert. Ja, einfach durch die Welt gefallen, ne? Was würde denn die Welt dazu sagen, wenn sie wüsste, dass wir einfach drunter durchfallen? Ja, das geht definitiv beinahe schon nach hinten. Das war auch nicht sehr gut. Ich habe noch nicht den richtigen Winkel drin, ne? Dass wir das richtig hinbekommen. Da habe ich noch nicht den richtigen Winkel drin, ne? Wobei das gar nicht mal so gut aussah. Nee, das sah doch nicht so gut aus. Okay. Es sah gut aus, aber es sah nicht gut aus. Weißt du? Mano, der erste Versuch war wieder der beste und jetzt verkacken wir es wieder. Bei Flatout 4 haben wir wenigstens einen Home Run hinbekommen irgendwann mal. Bei Flatout 4 haben wir einen Home Run hinbekommen. Was wir hier bestimmt nicht hinbekommen. So wie das aussieht. Ja, das sieht sehr nach nicht Home Run aus. Wir sind so gut geflogen beim ersten Mal. Wir müssen genau gerade wieder durchfliegen. Vielleicht schaffen wir es noch. Ja, ich hau wieder ab. Das Auto kommt bestimmt gleich wieder angerollert. Oh, ich vermisse mein Auto. Na gut, versuchen wir es gleich nochmal. Das muss doch noch irgendwie zu schaffen sein. Irgendwie sollen wir das doch hinbekommen, dass das nochmal home rannert.
Aua. Ja, nee, das war auch nicht sehr gut. Man muss definitiv ein höherer Winkel ran. Der Winkel könnte eventuell schon zu hoch gewesen sein. Definitiv, wenn wir fliegen rückwärts. Kann man natürlich auch machen. Das muss man auch erstmal hinbekommen, ne? Gegen den Schläger fliegen, aber dann nach hinten, müsste eigentlich Bonuspunkte geben. Und so wie sich der Ball freut, ist er definitiv der Meinung. Darf nicht zu hoch sein, der... Oh, das war schlecht. Das war kacke. Oh, wir haben getroffen. 0 Punkte, Wahnsinn. Okay, das war gar nicht mal so gut. Wir versuchen es gleich noch einmal. Komm schon, das muss doch irgendwie machbar sein. Irgendwie sollen wir das doch bestimmt hinbekommen. Mist, ich hätte nicht anstoßen sollen, glaube ich. Wir fliegen nämlich jetzt schon wieder zurück. Patsch. Okay. Ich hätte nicht anstoßen dürfen. Der Winkel hätte um einen höher müssen. Ich gucke aber auch echt, ehrlich gesagt, nicht unten links auf den Winkel. Das sind eigentlich nur Glücksschüsse. Gib's zu. Der Flug ist gut, der Flug ist gut. Aber die Ankunft nicht so. Und naja, das Ding ist halt auch noch im Weg. Es hätte ein bisschen höher sein müssen, dann wäre es gar nicht mal so schlecht gewesen. Vielleicht schaffen wir das ja noch. Könnte zu hoch gewesen sein. War es auch. Hui. Es war eindeutig zu hoch gewesen. Okay, 33 der Winkel. Es müsste, glaube ich, 28 sein. Aber wirklich den Winkel hier zielend zu treffen, ist natürlich eine Kunst für sich, die ich natürlich nicht beherrsche. Ja, ich hätte ein bisschen runterlenken sollen vielleicht. Mann, ich wollte jetzt aber auch nicht... Wollte nicht. Ich wollte halt einfach nicht. 28 ist, glaube ich, echt ein guter Winkel. So wie wir jetzt bis jetzt fahren und dann nur mit einem etwas geringeren Winkel. Das schreit nach Sieg. Ja, ich weiß nicht, wer hier nach Sieg schreit, aber... Auto, warte. Nimm ihn mit, bitte. Warum haut das eigentlich immer ab? Was hat das eigentlich für ein Problem mit uns? Hm. 28. Leider war es doch nicht so gut wie gedacht. Schade. Jetzt hätte man einen höheren Winkel, weil die Geschwindigkeit nicht stimmte. Okay, einen Versuch machen wir noch bei Baseball. Und dann gucken wir zum letzten Stunt Fußball oder Soccer, wie das ja hier heißt. Zu hoch. Viel zu hoch. Flieg, kleiner Mann. Flieg. Quatsch. Hält dich fest. Der erste Versuch war der beste. Wie auch immer man den ersten Versuch wieder gemacht hat, aber der ist immer der beste, der erste Versuch. Ist echt gemein. Weißt du, du machst als erstes so einen Versuch, komm, denkst dann so, oh, ist ja voll easy, ey. Reiß ich ja voll rum da alles. Und im Endeffekt kackst du ab. So, ich will jetzt in so einen Handschuh landen. Ich will jetzt einen Handschuh. Noch nicht mal das kriege ich hin. Ich krieg's noch nicht mal hin, in einen Handschuh zu landen. Klasse. Mobbing, ich komme. So, letzter Versuch und dann gucken wir nach Soccer. Soccer. Sieht sehr gut aus, leider nicht zu gut. Schade. 246, besser wird's nicht mehr. Der Versuch war nicht schlecht, das Anstoßen hätte man vielleicht nicht machen sollen vorher. Ja, aber es war trotzdem... Ja, es ist auf jeden Fall Bronze, das ist ja auch schon mal was. Ich würde sagen, wie gesagt, wir gucken jetzt nach Soccer und schauen uns den letzten Stunt an und dann, ja, habt ihr schon alle Stunts von Flatout 2 gesehen und das war's auch schon. Dann, schade. Die Karriere ist die übliche, also falls irgendjemand die Karriere sehen will, das ist das übliche wie bei Flatout 4 auch. Gibt nicht viel zu gewinnen, sagen wir mal so. Soccer. Es ist eigentlich genauso wie beim vierten Teil auch, eigentlich ändert sich da gar nichts. Es ist genau gleich. Ich muss die Ecken treffen, darf nur jede Ecke einmal treffen. Bumm.
So, wir gucken uns natürlich das Tutorial erstmal an. Schleudern Sie den Dummy in das Fußballtor. Ziehen Sie auf einen der vier Ecken. Je näher Sie einer Ecke kommen, desto mehr Punkte bekommen Sie. Also insgesamt kann man 400 Punkte bekommen, weil es vier Ecken gibt. Und 100 Punkte pro Ecke. Halten Sie Taste, verwinkeln, Kamera, schießen. Ne? So. ...91 Punkte ist nicht gut, machen wir besser. Hoffe ich. Muss jetzt nicht wieder ganz so großkotzig sein, aber... ...es ist nun mal mein Wesen. Ich versuche es hier 400 Punkte zu kriegen. Der Dummy... ...gut, wir könnten eigentlich... ...auf die Ecken gehen. Oh, der ist hoch. Home Run! Alter, so weit war ich beim Baseball nie gekommen. Kann ich nicht Baseball machen? Okay. Der war zu hoch, der Winkel. Das gebe ich zu. Habe ich selbst gesehen, war zu hoch. Vielleicht wird es jetzt besser. Oh, Mesabazabo. Hui. Ja, bis jetzt sind wir nicht so gut. Ich war mal echt gut in dem Ding. So, wie das aussieht, müssen wir jetzt erstmal nach links zielen. Aber vielleicht haben wir da ja auch ein bisschen mehr Glück. Oh, der Torwart. Nein. Oh, du blöde Sau. Oh, Mann. Scheiß Torwart, Alter. Ah, sehr gut sind wir nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir vielleicht noch da hinkommen. So, jetzt müssten wir aber da das gibt's doch gar nicht. Hauptsache, wir reißen hier hinten noch alles kaputt. Das ist mir das Wichtigste. Erstmal alles kaputt machen. Okay, das war verdammt scheiße gewesen. Versuchen wir es gleich nochmal. Vielleicht nicht so ganz verdammt scheiße. Das sieht gut aus. Alter, 93 Punkte. Ich weiß nicht, warum keine 100, aber 93 Punkte ist eine super Zahl. Macht uns Platz 1, also es ist gut. Oben links dürfen wir jetzt nicht mehr gehen. Deswegen versuchen wir unten links. Unten links! Naja, Tor, 50 Punkte ist, naja... Leider nicht die unten links getroffen, aber es ist auch ziemlich schwer, wenn man einen übergroßen Winkel hat. So. Sollte vielleicht noch klappen. Eventuell. Oh, Sabasidusa. Knapp. Wirklich, wirklich knapp. Schade. Mensch. So, er kommt wieder dahin zurück, aber er geht dann ja auch gleich wieder. Das sieht gut aus, oder? 92 Punkte, sehr schön. Wir hätten noch ein bisschen weiter nach rechts müssen, dann wäre es vielleicht besser gewesen, aber 92 Punkte katapultiert uns auf Platz 6. Ja, das kriegen wir aber noch besser hin. Jetzt kriegen wir es ja langsam vielleicht raus, eventuell. Ich glaube nicht, aber vielleicht. So, wir müssen nach links zielen, weil der Torwart jetzt gerade links ist. Oh, das wird knapp. Oh, du blöder Stickschädel. Mann. Warum ist denn der zurückgelaufen? Oh, der wäre gut gewesen. Der wäre gut gewesen. Ich sag's euch. Aber der wollte nicht. Ja, die rechte Seite ist jetzt unsers. Weil der Torwart ist jetzt gerade da. Oh. 95. Alter, knapp. Die unteren Winkel werden noch richtig schwer. Die unteren Winkel werden auf jeden Fall schwer. Ah ja, genau, die Taste auch noch. Entschuldigung. So, Beste ist, wir gehen nach da an. Oh, wir sind drin. Oh, wir sind doch drin. Wir sind noch drin gelandet. Alter, das war knapp. Das war sehr knapp. Das war wirklich verdammt knapp. Aber wir haben es geschafft. Die unteren Winkel sind jetzt unsere.
Und Mist. Oh, wir sind drinne. Oh, 100 Punkte. Geil. Alter, haben wir noch 100 Punkte weggenatzt. Sehr nice. Sehr nice. Noch 100 Punkte gemacht. Ah, nur Platz 3. Aber wir versuchen es nochmal. Das kriegen wir noch hin. Alter, da unten haben wir 100 Punkte gemacht. Das war ja schon mal was, wa? Ich versuche da unten gleich nochmal wieder hin. 95 nur. Ah, schade. Schade, schade, schade. Aber 95 sind 95. Das ist auch schon mal was. Vielleicht erreichen wir hier sogar noch Platz 1. Jetzt wird er übermütig, aber es macht nichts. Übermütigkeit ist er ja gewohnt. Im Leben. 88. Ah, naja, gut. Ich hätte mich über mehr 90er gefreut, aber... Gut, die linke Seite haben wir abgefrühstückt, was doof ist. Weil wenn er jetzt auf die rechte Seite zurückwandert, wird es schwierig. Dann wird das nämlich verdammt schwierig, weil er nämlich jetzt wiederkommt. Oh, oh. Yeah. Sehr nice, Alter, das war... Oh, das war aber auch jetzt mehr Glück als Verstand. Sehr schön. Wow, cool. Leider kommt er jetzt gleich wieder dahin. Das heißt, für uns wird es ein bisschen schwieriger. Ah, nein. Ah, schade. Ah, Mist. Mist. Batsch. Mist. Mist. Mist, 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 Mist. Schade. Ah, das lief so gut. Ah, na gut, letzter Versuch und dann haben wir das auch schon. Jetzt nochmal den Versuch richtig verkacken und dann, damit wir bloß nicht mit dem Gefühl rausgehen, dass wir es vielleicht hinbekommen hätten. Äh, 79 ist jetzt nicht so klasse. Er war ein bisschen zu niedrig. Schade. Aber wir haben wenigstens das Ziel getroffen, das ist auch schon mal was. Das darf man nicht verkennen. Oh, nein, du Kackwurst. Ja, brauchst gar nicht dich so blöd bewegen. Mann, scheiß Torwart. Ah, ich sag doch, wir verkacken es auf den letzten Meter. Ist doch immer so. Starkes Mobbing. Starkes Mobbing-Spiel. Oh, das war schon vielleicht beinahe zu hoch. Aber vielleicht war es auch so recht gut. 94. Naja, war... Kann man machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Wir haben das Tor geschossen. Gucken wir jetzt nochmal, dass wir die Füße eventuell erreichen. Mit einer Punktzahl von 84 sind wir eigentlich ganz zufrieden. Ja, schade. Hat es leider nichts für den ersten Platz gereicht. Das kann ich jetzt schon sagen, weil wir einen Schuss verkackt haben. Hätte der geklappt, wäre vielleicht Platz 1 drinne gewesen, weil die Punktzahlen doch alle recht hoch waren. Schade. Na gut. Ja, wie gesagt, das waren jetzt all die Stunts von Flatout 2 gewesen. Es ist sehr viel an Flatout 4 gelehnt. Deswegen ist Flatout 4 ja auch so geil geworden, weil Flatout 2 einfach der beste Teil von der Flatout-Reihe ist, meiner Meinung nach. Jetzt ist es Flatout 4, aber davor war es halt immer Flatout 2 gewesen. Und deswegen würde ich jetzt auch mal sagen, das war es wirklich jetzt mit Flatout 2. Mehr gibt es hier leider nicht mehr wirklich zu sehen. Also es ist nicht so, dass da jetzt irgendwelche anderen Sachen sind als wie in Flatout 4, was man ja bei mir schon gesehen hat. Könnt euch gerne, wenn ihr Flatout 4 nicht gesehen habt, könnt ihr es euch ja natürlich angucken. Das sind natürlich auch alles voller Stunts und sonstige Rennen. Man kann es dann alles hier auch auf Flatout 2 schließen, was denn da noch so kommt. Man kann es natürlich auch hier, ne, Mehrspieler und was weiß ich alles, ist halt natürlich alles möglich. Macht auch zu zweit sehr viel Spaß, gibt auch einfach wieder so ein Wettkampfding in Flatout 2 mit den Stunts, ne, immer abwechseln und wer die höchsten Punktzahl hat und sowas. Es macht zu zweit auch sehr viel Spaß wie Flatout 4, aber Karriere ist halt dröge, sag ich mal. Es ist halt... Ja, es ist halt die Karriere mit Rennfahren. Mehr ist da wirklich nicht zu geben und nicht zu holen. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch. Vielen Dank, dass ihr hier bei Flatout 2 bei den Stunts mit dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns
bei irgendeinem anderen Rennspiel, der eventuell bald rauskommt. Es soll ja noch irgendwann mal Need for Speed rauskommen, wozu ich gar keine Informationen habe. Aber muss man mal schauen. Ich verabschiede mich jetzt, bedanke mich noch einmal und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.